So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Und es ist bereits ein schöner Tag. Das Wasser fließt, die Sonne scheint und unsere Fackel brennt. Die tun wir mal ein bisschen weg. Und wir haben ziemlich viel Zeug bei uns gerade. Zumindest ein besseres Schild. Prisma 11, der schwere Schild ist besser. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon herausgefunden. Dann nehmen wir doch den schweren Schild. So, jetzt haben wir den. So, schauen wir mal. Wie blocke ich nochmal? Ach, mit Q. Okay. Und Stich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Therese, Hallöchen. Sehr gut. Dann essen wir ein bisschen. Und dann versuchen wir mal das ganze Zeug zu verkaufen, was wir bei uns haben. Wir haben ziemlich viele Knüppel und so weiter. Und die sind alle nicht gestohlen. Das würde ich mal sagen. Das heißt, auf geht's zum Händler. Wir waschen uns mal. So, vielleicht kaufen wir uns noch eine Rüstung, wer weiß. Wir sind sowieso arm. Köter, komm mit. Ja, das ist Pebbles. Köter, komm mit. Andere Kommandos. Bei Fuß. Hier, bei Fuß. Perfekt. Dann kaufen wir dem auch was zum Essen. Und Theresa? Du bist wahrlich eine Augenweide. Ich weiß. Möchtest du etwas? Möchtest du etwas? Ich möchte dich um etwas bitten, Heinrich. Sicher. Worum geht es? Wie ich hörte, wählst du die Wasserträger aus. Niemand braucht diese Stelle dringender als Antonia. Adam hat nie eine Antonia erwähnt. Keine Überraschung. Aber sie braucht diese Stelle unbedingt. Wasserträger soll sie werden. Kann sie denn kochen? Weil dann habe ich einen besseren Job für sie. Kann sie kochen? Was hat das mit Wassertragen zu tun? Nichts, aber es wird auch eine Köchin gesucht und das ist leichter als Wasser zu tragen. Ich weiß nicht, wie gut sie kochen kann. Frag sie am besten selbst. Und Wassertragen ist ganz schön schwierig, aber... Glaubst du, sie schafft es, diese Eimer zu schleppen? Sie sind schwer und der Weg ist weit. Sie ist keine Prinzessin. Sie packt das. Okay. Ich muss für alles gerade stehen? Eigentlich nicht, ganz ehrlich. Wir werden sehen. Na gut. Ich behalte es im Hinterkopf. Im Hinterkopf? Was soll das heißen? Dass ich darüber nachdenke. Der Vogt hat das letzte Wort. Falls er sich weigert, die Stelle einer Frau zu geben, sieh wenigstens zu, dass Bartek sie bekommt. Er hat zwar niemanden auf dem Sterbebett liegen, aber er muss seine Mutter versorgen. Okay, Antonia, erste Prio, zweite Prio Bartek. Ich habe was mitgebracht. Eine Salami. Aber die kaufen erstmal für Köter, deswegen auf geht's. Zu mir spricht uns nicht auf eine Wette ein. Bis später, meine Teuerste, ich bin unterwegs. Und erlebe Abenteuer. Ja. Zum Beispiel einen Job vergeben. So, wen haben wir denn hier? Na, 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 Milan. Kein Pferd. Ja. So, und dann ab in die Burg. Eigentlich in die Stadt. Ist ja keine Burg. Ist nur eine Stadt mit Mauern. Gehilfe. Stimmt, derzeit ist es ja so geregelt, dass, die Leute hier selbst um Wasser so kümmern müssen. Wenn der Vogt das jetzt macht, dann bezahlt der Vogt halt die Leute. Mit anderen Worten, der Statthalter. Also nicht der Vogt ist ja nicht der Statthalter, aber das Geld geht halt von dem Statthalter, von den Herren von Leitbar hier. Und nicht mehr von den Leuten, die, von den Privatleuten. Die müssen dann nicht mehr die Gehilfen bezahlen. So, dann schauen wir doch mal. Da wird B angezeigt. Was ist denn B? Schauen wir doch erstmal, was im Questblock, was ist denn mit B gerade los? Na los, verpass mir eine. Besieg Löckchen. Ach, das ist Löckchen vor uns, okay. Nee, aber wir machen erstmal was anderes, wir verpassen ihm keine. Wir brauchen Hasenfleisch, das haben wir nicht. Für den Anführer des Lagers, lieber noch nicht. Die Wege des Herren, nö. Das müssen wir erstmal. Wir bräuchten, Plünderer brauchen wir nicht. Können wir das irgendwie... Perfekt.
Esther. Wirklich in Fundsachen zum Rathaya-Pfarrhaus. Da müssen wir auch noch was klauen, das können wir machen. Hasenfleisch erstmal nicht, dann Fundsachen. Ein paar Tage, Theresa, Schatz und mächtiger als das Schwert. Okay, passt erstmal. Das ist er. Guten Leute, ihr alle wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Nein, erstmal nicht. Wir haben was. Oh, eigentlich schon. Wir haben Jobs für die. Ja. Aber erstmal müssen wir unsere schwere Last loswerden, die wir mit uns getragen haben. So, deswegen rein hier. Hallöchen. Wer der Herr Schmerzschmied? Schmerzschmied. Guten Tag. Schwertschmied, nicht Schmerz. So, lass uns handeln. Ich habe hier Zeug für dich. Und zwar. Habe ich die Axt zum Verkaufen? Nee, ich habe einen Dolch zu verkaufen. Den brauche ich nicht. Ich brauche nicht so viele Fackeln. Ich brauche auch keine Knüppel. Wir haben die Söldnergespielin. Die ist besser als die Sachs. Und das Schild mit dem Thallenberger Wappen drauf. Das kann auch weg. Treue Gefährte kann weg. Die Axt würde ich... Die würde ich erstmal behalten. Aber die ist schwer. Vielleicht finden wir eine bessere Axt. Ich meine, wir sind erstmal auf unser Kurzschwert hier. Wir finden bestimmt noch eine bessere Axt irgendwann mal. Ich möchte erstmal ein bisschen leichter werden. So, und das war's erstmal. Können wir was Besseres kaufen? Vermögen des Händlers. Du erhältst 300. Mein Vermögen sind... Wir haben fast 700. Fast 800. Und wenn wir ein Bürgerschwert kaufen, sind wir wieder arm. Unser Schwert ist gar nicht mal so schwer, schlecht. Wir haben nämlich 45. Das reicht eigentlich schon. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Nun dann, pass auf. Dieser Dolch ist ein Erbstück des Königs von Gelderland. Ist das genug? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Außerdem ist die Axt in Bratenfett getaucht worden. Die schmeckt einfach super. Ja, das sollte passen. Auf die Axt fallen sie alle rein. So, und? Von heute Morgen. Aber eigentlich noch mehr Zeug? Ja, genau, wir haben noch Kleidung dort. Das können wir auch noch weghauen. So, und dann aussteigen. Karotten und Äpfel. Ein wahrer Hochgenuss. So frisch sind sie. Perfekt. Ich habe, ich glaube, noch altes Was Essen bei mir. Was willst du? Essen verkaufen. Wir haben hier Waffen nicht, Rüstung nicht, Nahrung zum Beispiel. Diese Äpfel, die brauche ich nicht. Die billigen Wein brauche ich nicht. Brandwein brauche ich nicht. Die Brezel brauche ich nicht. Brot brauche ich nicht. Brot brauche ich nicht. Störfleisch behalte ich. Edler Wein kann weg. Die Pilze können weg, ganz ehrlich. Den Met behalte ich. Und die Räucherwurst auch. Das wär's dann erstmal. Können wir was Gutes kaufen? Schirmling. Nee, das war's erstmal. Sehr gut, dann sind wir das Zeug ein bisschen los. Und dann auf geht's zum Rüstungshändler. So, ich hab was für dich. Glaub ich. Guten Tag. Hi. Lass uns handeln. Ich hätte hier gerne ein altes Hemd für dich. Das ist super alt. Braune Beinlinge, die brauche ich nicht. Braune Filzhut. Diese Unterhose kannst du auch gerne haben. Eine Bunthaube, bitteschön. So, dunkle Fußwickeln brauche ich nicht. Gepflegte Beinlinge, weg damit. Bunthaube. Gewöhnliches Kleid, warum? Oh, das ist geklaut. Da müssen wir aufpassen. Graue Tunika kann weg. Kurzes Galetz. Das Leinenhemd. Leinenhemd weg damit, Nachthemd, der Nackenschutz endlich mal weg damit, da haben wir was Besseres, Plattenellenbogenkacheln weg damit, die Gugel und, ah, den haben wir noch, den würde ich noch behalten, Leisetreter, hm? So, ist da irgendwas Geklautes? Nein. Wow, 400 erhalte ich, weg damit. Reden wir über den Preis. Ist gut. Diese Unterhose dort.
Okay. Diese Unterhose dort wurde von 20 Leuten getragen. Was sagst du dazu? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Und sie ist fast sauber. Endlich eine vernünftige Summe. Perfekt. So, was hier? Wir haben fast immer noch gar keinen Platz. Was ist denn los? Aber wir haben noch einen Bogen bei uns. Was ist denn so schwer, was wir noch da haben? Das gewöhnliche Kleid ist ganz schön viel wert. Das müssten wir... Wir müssten sowieso noch einmal runter. Oh, eines Kumanen. Eieiei. Wir haben ganz schön viele Dietriche bei uns. Dann Verbände haben wir 24. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Kommunionskelch. Wir kaufen erstmal hier ein bisschen Fleisch. Komm mit, Köter. Ob doch dran kommt. So, Köter bekommt diesmal was ganz Gutes. Was willst du jetzt wieder von mir? Dein Fleisch. Lebe wohl. Ich bin doch da. Köter bekommt ein... Köter bekommt eine ganze Rinderhüfte. Diesmal bezahlen wir was Gutes für Köter. Was ist die denn so? Weißt du, was mit ihr ist? Pass doch auf! Köter? Ah, okay. Ich dachte schon. So, wir füttern ihn mal. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Mhm. Ja, was ist es wohl? Ist es Dörrfleisch? Nein. Ist es Räucherwurst? Nein. Ist es eine ganze Rinderhüfte? Ja. Mit Schnur. Und Knochen. Und er hat alles verputzt. Ja, glücklich ist er. Wir loben ihn noch, wie gut er das gemacht hat. Komm mit, Köter. Braver Junge. Ja, das versteht er. So ist's echt. Das versteht er wirklich. Okay, wir haben noch Bogen und wir haben so einen Kelch bei uns. Das verkaufen wir auch noch. Wir haben ja hier und einen Bogen haben wir auch noch. Vielleicht können wir das hier bei Konrad verkaufen. Ey, Konrad. Gelobt sei Jesus Christus. Möge Gott über dich. So, dann, wir verkaufen ihm mal. Ah, er mag den Bogen, sehr gut. Ist sogar schlechter als unserer. Wir bräuchten auch das da, das da, das da. Den Kelch, den brauchen wir gar nicht. Alliran Dietrich. Spinnennetz. Das reicht eigentlich schon. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Ist das genug? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Nun, es ist nicht nur ein gewöhnlicher Kelch, es ist der Heilige Gral. Ich wusste, wir werden uns einig. Okay, da ist er verschwunden. Das ist normal für Leute, wenn sie neben mir erscheinen. Sie verschwinden. So, dann packen wir mal unsere Rüstung wieder runter. Obwohl, vielleicht müssen wir eh nach unten. Wir müssen Antonia suchen. Ich weiß nicht mehr, wo Antonia ist. Adam, wir brauchen Adam. Wir brauchen, ist er das? Nein, das ist Bürger. Der ist jemand anders. So, sehr schön. Adam. Ich glaube, der ist vor der Kirche. Das ist er doch, oder? Nee, das ist Bettlerin Jana. Ich glaube, sie hat dann nichts mehr. Das ist Adam. Nee, das ist Alex. Gelobt sei Jesus Christus. Und das auch. Nee, da nicht. Über dich wachen. Da ist sie, da mit ihr haben wir nichts zu tun. Was ist denn das? Achso. Hier müssen wir noch was klauen, aber... Das machen wir gleich. So, sprich mit den Leuten aus Galitz, die Arbeit suchen. Was ist mit A?
finde Pater Franziskanus und frage ihn nach seiner Rückkehr. Können wir eigentlich machen? Wer Arbeit sucht, wird sich bei Tag auf dem Hof des Rathauses versammeln. Bei Tag auf dem Hof des Rathauses. Okay, sprich den Leuten. Okay, dann schauen wir doch mal auf dem Hof. Ich finde mehr die dort. Antonia und Berthold. Bertrecht. Bergknecht. Ja, hier sind ja über Leute. Ihr fragt mich, wer an? Gott sei mit dir. Wegen der Streits? Nee, da können wir nichts machen. Jetzt waschen wir uns noch kurz. Mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Aus Galitz stamme ich und... Ihr wisst schon. Bevor sie weg sind, ihr habt's gehört. Zugreifen. Okay, hier sind die Leute, die Arbeit suchen. Mr. Pickel. Guten Tag. Hi. Magst du Wasser tragen? Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, kann den ganzen Tag Wasser schleppen. Also, willst du die Stelle? Es gibt nämlich genug andere, die sich darum reißen. Und wie ich sie will. Was muss ich machen? Du musst Wasser tragen. Was bist du von Beruf? Ja, fragen die doch einfach mal. Sag mir, was hast du vorher gemacht? Erst war ich Schürfer, dann Hofknecht, dann Bediensteter. Dann bin ich aus Galitz geflohen und hier gelandet. Ein Mädchen für alles, wie es scheint. War dir etwa keine Stelle gut genug? Doch, gemocht habe ich sie alle. Aber ständig haben sie mich was anderes tun lassen. Pickel, sagten sie. Lass das und mach dies. Pickel? Das ist dein Name? Eigentlich heiße ich Vasil, aber man nennt mich Pickel. Du hast gar keine Pickel. Nein, Pickel, wie Picke. Hab eine Spitzhacke geschwungen. Das macht Sinn, wenn er in der Mine war. Was bist du von Beruf? Ich glaube, jetzt ist er gerade Flüchtling, aber das ist kein Beruf. Sag mir, was hast du vor? Erst war ein Mädchen. Aha, verstehe. Du willst also Wasser tragen? Du möchtest also Wasser tragen. Das will ich, seit ich heute Morgen aufgestanden bin. Ausgezeichnet. Und vor heute Morgen hattest du andere Arbeit, oder wie? Nein, war bloß ein Scherz. Du könntest auch was anderes tragen. Du könntest aber natürlich auch... Redest du nicht mit mir? Latrinen leeren. Was? Scheiße tragen? Psst. Das wäre mal was Neues. Obwohl ich damit nicht hausieren gehen würde. Er ist nicht unbedingt abgeneigt. Wie kommst du hier zurecht? Hey, was soll ich sagen? Gab schon bessere Tage. Was war da mit dem Vogt? Er konnte niemandem ein Wort entlocken. Der Pfau, der dauernd rumstolziert und jeden in seiner Nähe niederbrüllt, hat gesagt, er hätte keine Zeit, so einem Hornochsen wie mir zuzuhören. Also war ich still. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen, aber eine Hand wäscht die andere. Das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Das ist ein Sprichwort, du Tölpel. Hm. Ich tue etwas für dich und im Gegenzug tust du etwas für mich. Aha, verstehe. Tja, wie es der Zufall so will, habe ich da was. Einen Schatz jenseits jeder Vorstellungskraft. Ein Schatz? Ein Schatz, sagst du? Jetzt bin ich aber ganz Ohr. Wie ich sehe, bist du ein kluger Bursche. Einer, der ein bisschen was über die Welt weiß. Ich habe ein... Warte. Redest du nicht mit mir? Ein Stück vom Schwert der Königin von Saba. Nie von ihr gehört. Wer ist sie? Sie war eine große Königin vergangener Tage. Hat Salomon ein Schwert gegeben, das magische Kräfte hat. Magische Kräfte, was? Man sollte nicht alles glauben, was man hört. Nein, es ist wahr. So steht es in der Bibel. Und wenn man das Schwert erstmal zusammenfügt, ist man unbesiegbar. Es schneidet durch Knochen, Stahl und sogar Stein. Verstehe. Aber du hast nur ein Stück des Schwertes. Was nützt dir das? Der Kerl, dem ich es abgekauft habe, hat nicht das ganze Schwert gehabt, sondern bloß Bruchstücke verkauft. Die haben heilende Kräfte und geben dir... Du
als wäre ich nicht da. Manneskraft. Was sagst du? Abgemacht? Wow. Hand drauf. Ich besorge dir die Stelle und du gibst mir dafür dein Stück vom Schwert der Königin von Saba. Einverstanden. Alles Gute. Okay. Bleib stehen. Ich muss dich kurz durchsuchen. Was ist jetzt? Ich will tragen zufällig irgendwas Geklautes fallen lassen. Wir können das nicht während. Hier Jobs geben. Da könnte ich hier einfach in eine Kerke gesperrt werden. Hi. Los, beeil dich. Antonia? Was willst du? Arbeit will ich. Und ich habe gehört, dass du dafür zuständig bist, nicht der Vogt. Das ist richtig. Kannst du kochen? Wenn du weißt, wie man für den Adel auftischt, habe ich womöglich etwas für dich. Wo hätte ich das denn lernen sollen? Wasser schleppen will ich. Aber Alex hat bereits Leute für diese Arbeit ausgewählt. Mich hat er aber nicht gefragt. Deshalb bin ich hier. Außerdem entscheidet nicht Alex das, sondern ich. Ich habe schon genug Leute. Das ist Männerarbeit. Wir necken sie erstmal ein bisschen, damit sie erstmal richtig on fire ist für den Beruf. Das mag schon sein, aber ich habe meine Wasserträger bereits gefunden. Außerdem ist das Männerarbeit. Ich bin kräftig genug, um dir den Arsch zu versohlen, du Knilch. Antonia. Sowas. Antonia, warte. Schönen Tag. Was willst du? Willst du Wasserträger werden? Ich wollte dich noch was fragen. Was fehlt ihm denn? Wem? Er liegt im Sterben? Wer? Er ist schwer verwundet. Liegt schon seit Wochen im Bett und ist meistens bewusstlos. Ja, so schlimm ist's. Das tut mir leid. Dem Apotheker schuld ich schon ein kleines Vermögen. Deshalb rührt er keinen Finger mehr. Ich spreche mit dem Vogt, ich suche eine Köchin. Kann sie kochen? Eigentlich nicht. Sie hätte gesagt, sie kann's nicht. Die Wache wartet ganz geduldig auf uns. Aber ich suche trotzdem. Wenn du gut kochen kannst, könnte ich dir Arbeit bei einem Händler besorgen. Du hättest auch ein Dach über dem Kopf. Mehr als Haferbrei und Suppe habe ich nie aufgetischt. Nichts für feine Leute. Ein Dach wäre allerdings nicht schlecht. Nicht unbedingt für mich, aber für meinen Gatten. Kannst du da was machen? Nicht, wenn ich dem Händler die Wahrheit sage. Und selbst wenn ich lügen würde, käme er schnell dahinter und wir wären beide dran. Ja, das geht nicht unbedingt, dass dann einfach ihr kranker Mann da einzieht. Was hast du in Scarlets gemacht? In den Silberminen geschuftet, das Erz erhitzt oder gewaschen. Mein Gatte war Schmelzer. Himmel, dort ging es wirklich übel zu. Ich schätze, dein Gatte wurde verwundet? Es grenzt an ein Wunder, dass du ihn bis nach Ratai schleppen konntest. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn zurücklassen? Gut, ich denke darüber nach und spreche mit dem Vogt. Sag ihm bitte, dass er mich nehmen soll. Dann viel Glück. Hörst du mich? Ja, was ist denn, Wächter? Was ist los? Befehl unseres Herrn. Dann durchsuch mich. Ich bin frei von sündhaftem Zeug. Wie du willst. Na gut, du kannst gehen. Der Herr ist mein Schild. Ganz fein. So, das versteht er nicht. Aber der wird gleich noch die komplizierten Mechanismen unserer Gesellschaft verstehen. So, dann zurück an die Arbeit. Ich sollte mir sowieso so eine Liste aufschreiben. Wo ist mein Editor? Da. Also. Antonia will Wasser tragen. Das darf sie dann auch. Dann hätten wir noch Pickel. Der darf Wasser tragen. Damit bekommen wir das Schwert. Ich schreibe am besten noch Schwert dahinter. Schwert. Sehr gut. Dann fragen wir noch die anderen. Ich bin sehr gespannt auf dieses magische Schwert. Ich meine, ist es wirklich so stark, wenn es zerbrochen ist?
Cornelius. Gott sei mit dir. Und auch mit dir, Mönch. Du willst die Stelle als Wasserträger? Allerdings. Wird Zeit, dass uns mal wieder was Gutes widerfährt. Stimmt. Ich hätte zuerst nur ein paar Fragen. Was? Aber ich will die Arbeit und hab sie auch verdient. Spar dir deine Fragen für die Taugenichtse auf. Ich habe vielleicht einen besseren Job für dich. Weshalb solltest gerade du die Stelle verdient haben? Was bist du von Beruf? Ich besaß eine Mine. Also, ich hatte sie als Lehen. Aber in unserem Geschäft kommt das aufs Gleiche raus. Ein Minenbesitzer? Aber hast du je einen Eimer Erzberg aufgeschleppt? Wozu schleppen? In der Mine gibt es dafür Winden. Wasser tragen ist harte Arbeit. Eine Mine zu verwalten auch. Aber das ist was anderes. Zum Wassertragen braucht es Armschmalz, nicht Hirnschmalz. Ich wurde nicht als Minenbesitzer geboren, weißt du? Hab genügend geschleppt. Ja, das klingt nicht so überzeugend. Aber statt irgendwas hochzutragen, könntest du auch irgendwas nach unten tragen. Du könntest auch die Latrinen leeren. Willst du mich beleidigen? Das ist keine Arbeit für anständige Christen. Deshalb gibt's dafür das Doppelte. Das Doppelte, wie? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ein Mann meines Ranges, bestimmt haben es andere nötiger. Das Doppelte. Er ist nicht abgeneigt. Wir hätten ihn eigentlich fast. Wie ergeht es dir so in Ratai? Nicht so gut. Wollte dem Vogt meine Fähigkeiten als Verwalter anbieten, aber der behandelt mich wie einen Bauern. Er ist nicht der umgänglichste, wohl wahr. Aber wenn du ihm beweist, wozu du fähig bist. Wenn er mir denn die Chance geben würde. Die bekommst du. Der Vogt beschwerte sich, dass er dir kein Wort entlocken konnte. Hab mich geweigert, mit dem zu sprechen. Letztes Mal hat er mich angebrüllt und damit gedroht, mich auszupeitschen. Und dann verhört er mich. Verständlich, dass du ihm die kalte Schulter zeigst. Was würde für mich dabei herausspringen, wenn ich dich empfehle? So läuft das also, was? Ein ehrbarer Mann bekommt nur Arbeit, wenn er Silber springen lässt? Ich versuche doch nur, dir zu helfen. Es wäre nicht leicht, den Vogt zu überreden, dich zu nehmen. Mhm. Na schön. Ich hab zwar nichts, aber wenn ich ein Wörtchen mit dem Sasauer Schmied wechsle, macht er dir einen guten Preis. Ja, wann habe ich nichts? Naja, eigentlich schon. Aber es kann sicher nicht schaden. Aber wir müssen ja nicht darauf eingehen. Wir sagen erstmal ja, dann sagen wir dem Vogt was anderes. Günstigere Ausrüstung kann nie schaden. Abgemacht. Abgemacht. Komm zu mir, sobald ich die Arbeit hab. Dann fädle ich das ein. Belohnung von Cornelius. Das wär's erstmal. Das wär's fürs Erste. Ich sollte nicht die ganze Quest annehmen. Ich weiß nicht, was wir damit anrichten. So, dann tragen wir Cornelius mal ein. Cornelius. Vielleicht finden wir einfach Leute, die wirklich die Latrinen einfach so leeren wollen. Wasser. Reis bei. Bei Schmied. So. Dann fragen wir mal Felsen. Der klingt doch stark. Gelobt sei Jesus Christus. Das auch. Du bist also an der Stelle interessiert? Naja, Alex hat gesagt, ich soll hier wegen der Stelle als Wasserträger fragen. Gut, aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wie heißt du? Peter, aber alle nennen mich den Felsen. In den Minen gab's Peter zum Säuefüttern und nicht nur dort. Deswegen... Minen? Du bist also Bergarbeiter? Ja, ich war in den Stollen im Osten beschäftigt. Hoffentlich kann ich bald zurück. Weil's mir gerade einfällt. Hast du was von den Oberen gehört? Werden sie die Minen wieder aufmachen? Ich glaube nicht. Und ich bin nicht mal deswegen da. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Ich weiß es halt wirklich nicht. Was soll ich denn das wissen? Sehen sie auf jeden Fall wieder in Betrieb? Na, ist ein Silbermin, also eigentlich schon. Wir wissen eigentlich nicht, wann. Aber wir haben nichts gehört. Ich weiß es einfach nicht. Na, ich weiß auch nicht, was die Herrschaften mit ihnen vorhaben. Na gut. Hab bloß gedacht, dass dir vielleicht was zu Ohren kam. Fragen schadet ja nicht. Wie sehr willst du die Stelle als Wasserträger? Naja, im Moment gibt's für Bergarbeiter nicht viel zu tun. Zumindest würde ich damit ein paar Groschen verdienen. Die Arbeit ist allerdings hart. Der Weg zum Fluss ist weit. Glaubst du etwa, in einer Mine ist es leichter, wo du monatelang den ganzen Tag auf den Knien verbringst? Hat er auch nicht Unrecht.
es gäbe da auch etwas anderes zu tragen. Scheiße. In der Gülle schwimmen? Arbeit halt. Aber was würden die Leute sagen? Ich brauche Geld, klar. Aber danach könnte ich in keine Mine zurück. Aber du wirst doppelt entlohnt. Das Geld wäre nicht schlecht, wohl wahr. Aber was dann? Will ich mein ganzes Leben lang Scheiße tragen? Du wirst doch nicht dein ganzes Leben lang Wasser tragen. Und es ist viel Geld. Sieh es doch so. Du bekommst das Doppelte in derselben Zeit oder gleich viel Silber in der Hälfte der Zeit. Nicht übel, oder? Da ist was dran. Naja, ich könnte es schnell hinter mich bringen und... Na gut, ich mach's. Wird mich schon nicht umbringen. Wunderbar. Du wirst es nicht bereuen. Okay, da haben wir den einfach Freiweg da. Du könntest auch was anderes tragen. Machen wir es einfach nochmal. Es gäbe da auch etwas anderes zu tragen. Scheiße. In der Arbeit halt. Aber was würden die... Du bist doppelt. Aber du wirst... Das Geld wäre nicht... Und es ist viel Geld. Sieh es doch so. Da ist was dran. Wunderbar. Du... Wir haben ihn zweimal überzeugt. Ja, du könntest auch noch... Jetzt hängen wir in dem Gespräch drin. Nein, wie geht's dir? Wie kommst du zurecht? Du meinst das? Naja, ich habe wieder ein Gefühl im Arm. Was ist eigentlich passiert? Ich bin in Scarlets von einem Pferd umgerannt worden. Aber es geht schon besser. Pax, ja, wenn dein Arm verletzt ist, kannst du überhaupt was tragen? Aber schaffst du das auch? Wasser tragen ist harte Arbeit. Sicher doch. Meinem Arm geht's gut. Ja, wenn du das sagst. Der Vogt meinte, du hättest kein Wort gesagt. Tja, er ist nicht gerade der Beliebteste nach allem, was passiert ist. Mach mir und den anderen keinen Vorwurf. Mag sein. Aber hättet ihr den Mund aufgemacht, müsste ich mich jetzt nicht damit herumschlagen und ihr hättet längst ein paar Groschen. Das kann gut sein. Aber jetzt ist es halt nun mal so. Da hat er auch nicht Unrecht. Und außerdem, ich bin auch ein bisschen... Ich werde bezahlt? Ich weiß es nicht mal. Was bekomme ich, wenn ich ein gutes Wort für dich einlege? Ein gutes Wort? Ja. Wenn ich dem Vogt jemanden empfehle, dann hat derjenige sicher bessere Chancen auf die Stelle. Aber ich habe nicht mal einen Pisspot. Hab alles verloren und obendrein Schulden. Aber vielleicht habe ich doch was. Sieh an. Von was sprichst du? Hab in der Mine ein Gerücht gehört, bevor das mit Scarlett war. Na komm schon, erzähl. Was kam dir zu Ohren? Die haben was gefunden und wollten es geheim halten. Gab zwar kein Gemunkel über eine Silberader, aber was soll's sonst gewesen sein? Wenn man des Königs Silber stiehlt, wird man gehängt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber du kannst nicht fürs Stehlen von Silber gerichtet werden, von dem keiner weiß. Äpfel, Gurken, Zwiebeln. Kauft, Leute, kauft. Vielleicht hat er recht. Das ist erst einmal alles. Lebe wohl. Ja, okay, das ist Felsen. Der möchte... Felsen... einfach ein, was das ist, und zwar Scheiße. Der sagte Silber. Silberader. So, wen haben wir noch? Wir hatten noch zwei Leute. Tonda und Bartek. Mit Bartek war irgendwas. Wasser tragen wahrscheinlich. Guten Tag. Hi. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, wo krieg ich Eimer her? Wow. Noch ist nicht entschieden, wer die Arbeit bekommt. Erst brauche ich ein paar Antworten von dir. Wozu? Ich pack das schon. Aber frag nur. Was hast du vorher gemacht? In den Minen gearbeitet, an der Winde. Du hast bestimmt von Tonda die Winde gehört. Stark wie ein Ochse. Ach, der Name kommt mir bekannt vor. Du warst einer der neuen Bergarbeiter, oder? War ich. Bin letzten Herbst dazugekommen. Der Winter war milde genug für die Bergarbeit, also konnte ich allen zeigen, dass ich zupacken kann. Kriege ich die Stelle? Wir sind noch nicht fertig. Tonda, die Winde war auch wirklich, wirklich heftig. Der war stark. Jeder weiß das. Bist du hier, weil du Wasser tragen willst? Naja, lieber würde ich wieder an der Winde stehen und sie drehen, bis allen der Kopf schwirrt. Aber Wasser kann ich auch tragen. Wenigstens gibt's dafür Geld. An der Winde nicht? Du könntest auch etwas anderes tragen, Scheiße. Nie im Leben. Ich trage niemandes Scheiße. Und wer mich zwingt, dem breche ich die Beine. Aber denk mal daran, dann bist du nicht mehr Tonda die Winde, sondern Tonda der Scheißeträger.
Außerdem ist das echte Männerarbeit. Können wir ihn mit Geld überzeugen oder mit echter Männerarbeit? Wir versuchen das mal. Scheiße tragen ist harte Arbeit. Dafür braucht es echte Männer. Wenn's so toll ist, warum machst du es dann nicht selbst? Ich habe ja Arbeit. Aber wenn ich ein Bettler wäre... Ich bin also ein Bettler, wie? Man sollte dir tatsächlich die Beine brechen. War nicht so gemeint. Wow. Okay. Wie läuft es so bei dir? Nicht gut. Ich helfe hier und da aus und krieg etwas Geld dafür, aber reichen tut's nicht. Besonders dann nicht, wenn sich auch noch die Würfel gegen mich verschworen haben. Das kenne ich. Hast du nach anderer Arbeit gesucht? Wozu? Sie nehmen die Minen wieder in Betrieb, dann acker ich wieder wie ein Mann. Es gibt keine Arbeit für starke Männer? Was ist mit Wachdienst? Ich glaube, warum eigentlich nicht Wachdienst? Du könntest als Wache anfangen. Das tun echte Männer, oder? Stimmt, das könnte ich bestimmt gut. Wenn ich zu lange, glaubst du, einen Gaul hätte ich getreten. Das habe ich mal einem beim Würfeln bewiesen. Aber ich bin zu klug für den Wachdienst. Ja. Zweifellos. Ja, das ist, wenn man zu klug ist, dann, ja, man kennt's. Das ist, ich verstehe das komplett. Das ist immer, es hängt einem immer hinterher. Es macht einen immer fertig. Zu schlau. Keiner leidet schlimmer als die Schlauen, ich verstehe schon. Wie geht es dir? Wie läuft es so bei dir? Nicht gut. Ich helfe hier und da auch. Verstehe. Wozu? Ich verstehe. Wozu? Es gibt keine Arbeit für starke Männer. Zu schade, dass es keine Arbeit für starke Männer gibt. Wie gesagt, die Minen werden bestimmt wieder in Betrieb genommen. Dann kann ich wieder ackern. Ja. Ich hörte, ihr wollt nicht mit dem Vogt sprechen. Weiß nicht. Die anderen haben nicht mit ihm geredet, also habe ich auch die Klappe gehalten. So läuft's eben in den Minen. Er hat mich sowieso nichts Gescheites gefragt, hat nur irgendwas vor sich hingemurmelt. Ja, so kennen wir den Vogt. Was gibst du mir, wenn ich dich empfehle? Was soll ich dir schon geben? Ich hab nicht mal einen Pisspot. Nur starke Arme. Wenn ich einen damit schlage, bleibt er liegen. Doch, gib mir die Arme. Du bekämst die Stelle. Zeigst du mir dann, wie man ordentlich zuschlägt? Aber ja. Abgemacht. Abgemacht. Wenn wir es brechen, brichst du mir was. Abgemacht. Belohnung für Tonda. Das genügt. Ich weiß jetzt alles. Kann ich jetzt Wasser tragen gehen? Erst muss ich den Vogt sprechen. Er entscheidet. Ich hoffe, er nimmt mich. Sonst werde ich womöglich zornig. Ich merke es mir. Alles Gute. Übrigens, Tonda, die Wassereimer sind die hier. Viel Spaß beim Tragen. Okay. Tonda möchte Wasser tragen, und zwar ganz gerne. Tonda. Wasser. So, dann hätten wir noch Bartek. Der sollte auch Wasser tragen. Gott sei mit dir. Bist du wegen der Stelle des Wasserträgers hier? Ja, mein Name ist Bartek. Schön, dich kennenzulernen. Ich stelle dir kurz ein paar Fragen. Ja? Gut, nur zu. Was hast du vorher gemacht? Für meinen Vati gearbeitet. Mhm. Als was? Und wer ist dein Vater? Er heißt Hies Moimir. Wir hatten bei Skalitz einen Hof. Wirklich? Seine Helfer gingen oft in die Schenke, aber dich habe ich nie gesehen. Ich gehe nicht in Wirtshäuser. Ja, das ist ein Teufelszeug, ich verstehe schon. Du willst Wasser tragen. Du bist hier, um Wasser zu tragen, richtig? Ja, ich will Wasser tragen. Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Aber darum geht's doch, oder? Naja, du trägst auch einen Eimer. Das darf man nicht unterschätzen. Wie kommst du zurecht? Tja, bin am Leben. Aber Vati fehlt mir. Und der Hof auch. Mutti sagt, es bringt nichts, sich zu grämen. Das Leben muss weitergehen. Was war da mit dem Vogt? Er konnte niemandem ein Wort entlocken. Hab einfach nicht mit ihm reden wollen. Ja, das erkennt man. Was gibst du mir, wenn ich dir zu dieser Stelle verhelfe? Hab nichts herzugeben. Die Mütze? Komm schon. Beweise mir, wie sehr du die Stelle willst. Mutti hat gesagt, dass ich helfen soll. Wenn du meine Hilfe nicht willst, bitte sehr. Das wäre vorerst alles.
Lebe wohl. Ich glaube, der würde sogar alles tragen. Schneider, hi. Möchtest du auch einen Job? Nein. Dann, das war Bartek. Der hat uns aber Antonia gefragt, ob er Wasser tragen kann. Ich glaube, er kann alles tragen. Es kam aber nicht auf.